Hey Leute und willkommen zurück zur Asylum Challenge. Gestern musste leider eine Folge ausfallen, heute geht es aber wie gewohnt weiter. Julie, du möchtest malen, du bist so müde. Du bist so müde, jetzt sind aber gerade alle wach, ich bin fast dafür. Nee, weißt du was, Julie, ich mache das wirklich. Ich schicke dich ins Bett von mir aus, geh wieder hier hin. Ich schicke dich tatsächlich ins Bett. Ich weiß, es ist gerade erst morgens, aber trotzdem. Und ich habe eigentlich gerade überlegt, ob wir wieder ein bisschen Geige spielen. Ich habe es ja auch in der letzten Folge schon gesagt. Ich möchte da jetzt wirklich ein klein wenig vorankommen. Und wir sind vier Lieder. Ja, vier Lieder schreiben. Okay, dafür brauchen wir aber dann tatsächlich Level 8. Das heißt, Julie geht jetzt erstmal ein bisschen pennen. Und wir schauen mal, was die anderen so treiben. Ihr futtert da den köstlichen Würstcheneintopf. Das ist schön. Und Helga spült ab. Hätte ich da jetzt mal vorher drauf geachtet, dann hätte ich den ganzen Krempel natürlich in den Mülleimer hier geworfen. Ja, schade. Seht ihr das? Oh, hier ist eine Schüssel, die kommt da rein. Sehr gut. Das meinte ich nämlich. Die spülen dann von alleine ab und das ist dann richtig ärgerlich, weil mir das Geld jetzt natürlich durch die Lappen geht und ich das nicht abbrechen darf. Ellie, genau das Gleiche. Ja, sehr gut. Sehr gut. Stehen lassen. Oh, Carlo hat auch gepupst und Carlo hat auch eine leere Schüssel. Na, komm schon. Sehr schön. So, ich nehme dir schon mal die Schüssel weg. Nicht, dass du da auf doofe Gedanken kommst. Dann haben wir nämlich jetzt mal ganz schnell 320 Simoleons verdient insgesamt. Ich glaube, ja, ne? Das mache ich mal eben aus. Hört gerade sowieso keiner zu. Toilette sieht gut aus. Also ist sauber, meine ich damit. Hier ist halt eine Pfütze. Ellie, warum gehst du nicht, wenn du musst? Ach so, Carlo malt, okay. Moppel? Der erwischt auch nicht auf. Okay, gut. Dann lasse ich Carlo da jetzt erstmal malen. Warum Ellie nicht zum... Nein. Ellie, warum bist du nicht gegangen? Der Moppel war doch noch gar nicht drin. Oh, Ellie, du hättest gehen können. Warum machst du sowas? Das gibt es doch nicht. So, ich werde jetzt erstmal ein bisschen vorspulen, schauen, ob hier in der Zwischenzeit was Interessantes abgeht. Oh, niederschmetternde Kritik. Die Arbeit von Salvador wird zum ersten Mal von einem Kritiker begutachtet und das Ergebnis fällt besonders niederschmetternd aus. Soll er sich verteidigen und versuchen, seinen Gedankengang zu erklären oder sich schweigend Notizen machen, um beim nächsten Mal eine bessere Arbeit abzuliefern? Ich glaube, wir machen uns schweigend Notizen. Salvador macht sich einige Notizen, zeichnet eine unglaubliche, unschmeichelhafte Karikatur von dem Lehrer und nimmt sich vor, das nächste Mal ein Meisterwerk zu liefern. Ja gut, das ist doch okay. So, Carlo hat Level 5 erreicht und eine wunderschöne Teekanne und ein paar Äpfel gemalt. Das ist natürlich großartig. Ja, Moppel, es stinkt hier, ne? Weil hier ein bisschen so eine Pipi-Pfütze ist. Von der lieben Ellie. Oh Mann, ey. Tut mir wirklich leid, Ellie. Ich lasse Julie trotzdem jetzt noch ein bisschen... schlafen, sonst müssen wir direkt wieder mit ihr ins Bett. So, Carlo auch wie wild am Trainieren. Helga, dein Handy geht. Aber du wirst nicht rangehen, ich kenne dich doch. Wollt ihr vielleicht mal miteinander... Was? Ich wollte gerade sagen, wollt ihr vielleicht mal miteinander flirten? Und dann haben sie es getan. Oh, möchtest du jetzt vielleicht noch mit Shiva flirten? Das wäre natürlich großartig, aber nein, er möchte Radio hören. Na toll. So, Ellie sieht wieder frisch aus, hat aber keine Lust, ihr Pipi hier wegzuwischen. Ja, okay, dann wird Julie das nachher tun. Was ist da mit Moppel los? Ihr quatscht nur, ja? Oh, nein, die quatschen nicht nur. Oh, Leute, es wird tatsächlich romantisch hier. Und es wird getanzt. Wollt ihr jetzt alle... Oh, geil, tanzt jetzt alle drei hier? Oh, wie cool. Schön, auch mal den Moppel so ein bisschen hoch in Aktion zu sehen. Nicht wahr, auch wenn er gerade sehr gelangweilt aussieht, muss ich sagen. Aber gut. So, Carlo hat sich auch umgezogen. Was machen wir jetzt mit Julie? Oh. Oh, Dusche kaputt. Julie, weißt du was? Ich bin dafür, dass du jetzt mal aufstehst, sonst pennst du hier wieder den ganzen Tag. Und dann schauen wir mal, ist denn noch was im Kühlschrank? Es backt wieder rum. Ich werde es mal in Welt platzieren. Und dann gleich schauen, ob sie es dann futtern kann. Aber wahrscheinlich ist es dann wieder nur der leere Teller. Wow, Moppel!
vor. Ja, es ist tatsächlich nur der leere Teller. Okay, dann platziere den hier. Dann kann ich den nämlich in den Mülleimer ziehen. So, was machen wir denn jetzt mal zu essen? Gruselkekse, Fischtacos. Komm, mach mal Fischtacos. Ich meine, das kostet jetzt ein bisschen mehr als so der übliche Kram. Aber immer nur das gleiche. Futtern ist ja auch langweilig. So, Luna, ja, sie macht sich wahrscheinlich einen Salat, ne? Ich gehe nicht davon aus, dass sie da jetzt irgendwie eine Partygröße macht. Ja, sehr schön, Julie, dass du dich nochmal hinsetzt. So, wieder 80 Simoleons. Ach, großartig. Und Carlo geht erstmal unter die kaputte Dusche. Und du machst dann hier das Essen. Okay, so, was macht... Oh, Ellie schleppt sich ins Bett. Okay, Moppel hatte echt Spaß, ne? Muss man ja mal sagen. Ich finde das schön, dass wir mal ein bisschen mehr von ihm sehen. Carlo ist inspiriert und singt mal wieder unter der Dusche. Und Julie ist da beschäftigt. Jo, Luna hat sich natürlich nur einen Salat gemacht. So, und heute ist Donnerstag. Ich weiß gar nicht, ob die beiden heute arbeiten. Ah, nee, es ist ja schon 14 Uhr. Quatsch. Nee, dann muss sie garantiert nicht mehr arbeiten. Salvador ist noch bei der Arbeit. Oh, Fischtacos. So macht man also Fischtacos. Einfach mal wild in der Pfanne rumrühren, dann passt das schon. Ach, die sind aber schnell fertig. Oder? Sind sie? Ja, sie sind fertig. Gut, dann nimm dir was. Genau, und dann quatschen wir in der Zeit ein kleines bisschen mit Luna. Huch. Luna, du hast hier... Ach, sie hat Chips? Hat sie sich nicht einen Salat gemacht? Was ist denn da los? Das sah vorhin wie Salat aus. So, Tag verschönern und vielleicht noch mal ein bisschen lustig sein über Modescherzen. Und über besten Geiger reden. Ja, kann man mal machen. Reparaturtipps, Bewunderung ausdrücken ist auch immer nett. Sag mal, wie lange du steckst, Carlo. Wie er singt, ne? Komm, Carlo, mach weiter. Carlo, Hilfe, ich komme immer näher. Sing doch noch mal ein bisschen. Ich glaube, er möchte nicht singen. Oh, Shiva. Boah, Todesblick. Shiva, was ist mit dir? Treten, oh, das möchte ich gleich sehen. Das möchte ich sehen, wie sie gegen den Mülleimer tritt. Na, dann lass deine Aggression doch mal raus, meine Liebe. Ach ja. Und, war das eine Erleichterung für dich, Shiva? Geht's dir jetzt besser? Nee, ne? Ja, lass die, genau, lass die Mülltonne einfach mal so, passt schon. Oh nein, jetzt ist das auch noch kaputt. Leute, ich habe echt keine Lust, heute schon wieder Haushalt hier zu machen. Wirklich, das lasse ich dann die anderen machen. Hey, Carlo, mein Schnucki, es ist schön, dass du da bist. Tag verschönern. Was war das denn jetzt? Ist schon wieder was kaputt? Sag mal, Carlo, was sind das für Geräusche? Nee, wirklich, also heute schon wieder Haushalt machen, habe ich ganz ehrlich gesagt nicht so die Lust zu. Vor allem reparieren können die anderen auch. Wir sind auch hier noch in der Gruppenveranstaltung, von daher passt das schon. Vielleicht macht Luna das ja direkt. Na, machst du es, Luna? Das wäre total super. Ja, ach schön. Hey, Shiva, du guckst immer noch so böse. Und das Radio läuft schon wieder. So, Julie, wenn du jetzt ein kleines bisschen... Oh, da geht das Handy von Carlo. Wenn du jetzt ein kleines bisschen schneller futterst, dann kann ich auch gleich noch ein kleines bisschen Geige spielen. Oh, Carlo. Oh, Ellie ist auch wieder wach. Ihr geht's aber nicht so gut, ne? Angespannt. Hä, warum machten die jetzt da ein Nickerchen? Was ist das denn für eine Aktion? Warum das Nickerchen? Ja, Julie fühlt sich unwohl. Okay, das ist kein Wunder. Pass auf, den Teller räume ich für dich weg. Und jetzt wirst du Geige spielen, meine Liebe. Ständchen bringen, Geiger ein Lied spielen. Einfach mal ein bisschen üben. So, dann machen wir auch das Radio aus. Dann kann Ellie hier in Ruhe schlafen. Luna kann in Ruhe lesen. Und Julie kann in Ruhe Geige spielen. Helga, was ist los? Einfach so traurig? Ach ja, das Übliche. So, Salvador ist von der Arbeit wieder da. Spinnt direkt rum. Jetzt bin ich gespannt, ob Shiva die Mülltonne aufhebt. Macht sie das? Oder plündert sie da hinten die Teile? Das tut sie. Oder aber sie beschwert sich nur. Oh! Oh, Helga, du hast... Okay. Ich wollte gerade sagen, er hat die Dusche repariert. Aber nein, jetzt ist Carlo da gerade Pipi machen gegangen. Und Ellie hört uns zu. Ach, wie schön.
Oh Leute, es wird noch dauern, bis wir hier weiterkommen, wirklich. Es wird noch ein paar Tage dauern. Helga, willst du dich nicht mal nützlich machen? Könntest du hier die Teile plündern? Wie ist das eigentlich, wenn ich das? Funktioniert das? Das funktioniert sogar. Ach, das ist ja großartig. Gut, damit verzichte ich natürlich auf das Plündern der Teile. Aber das ist gar nicht so wichtig. Oder passt das auch da rein? Ich könnte das doch eigentlich hier hinlegen. Warum habe ich das nie gemacht? Dann müssen die nicht immer nach draußen. Oh, das geht sogar. Ja, geil. Da können wir den ganzen Müll auch super schnell entsorgen. Das ist natürlich cool. So, Luna hört da jetzt zu. Ich erlaube mir das jetzt echt nochmal ein bisschen vorzuspulen. Weil wir müssen das mit der Geigenfähigkeit hinbekommen und es dauert, ne? Leute, es dauert einfach. Was? Was? Ich habe doch hier gerade einen Kuss gehört. Oder aber sowas wie einen Handkuss. Auf jeden Fall so ein Kussgeräusch. Wer hat das denn jetzt gemacht? Irgendwo hier war ein Kussgeräusch. Entweder war es hier bei Moppel und Ellie oder aber zwischen den beiden. Die wären auch ein ganz süßes Paar, wobei Salvador immer so traurig guckt. Oh Gott, der Arme. Ah, Helga hört jetzt auch zu. Helga sieht auch einfach großartig aus. So, ich glaube, ein bisschen vorspulen geht noch. So langsam. Oh, boah, Leute, die kommen alle hier freiwillig. Wie geil das ist. Und Carlo hat mega abgenommen, ne? Jetzt wirklich mal, Carlo hat total abgenommen. Gut, ist ja auch kein Wunder, ne? So oft, wie er jetzt hier trainiert hat in letzter Zeit. Oh, die finden das mega gut. Kann es sein? Das freut mich. Das freut mich echt. So, ich würde aber gerne bis zum nächsten Level jetzt erstmal noch spielen. Ich hoffe, das klappt hier mit unserer Blase. Nicht, dass die gleich platzt. Oh, ich finde das witzig, dass die hier gerade alle so beisammen stehen. Das hat man voll selten. So, Luna macht jetzt ein bisschen Sport, das ist okay. Ach so. Oh Gott. Ich dachte gerade schon. Ist er tot oder was? Er ist einfach eingepennt bei dem Gefiedel hier. Müssen wir jetzt nicht mal langsam Level 7 haben? Was macht ihr zwei? Ihr Herren der Schöpfung? Ah, da ist er wieder. Okay. Oh, Julie, jetzt so langsam, so langsam könntest du jetzt immer aufsteigen, ne? Ja, Level 8. Oh, super. Gitarre hinlegen und direkt Pipi machen gehen. Das ist ja cool. So, Maike, ich habe gehört, dass im Club... Nein, Maike, ganz sicher nicht. So, jetzt wollte ich mal eben nachschauen. Könnte ich jetzt... Ja, Lied schreiben. Ach, geil. Wie geil das ist. Volkstümliche Melodie. Ich glaube, das mache ich gleich direkt mal. Ich weiß, sie ist schon wieder müde, aber trotzdem. So, wir müssen jetzt... Ich muss noch mal eben kurz nachschauen. 4 Lieder schreiben. Ich bin jetzt gleich gespannt, wie lange das dauert, ein Lied zu schreiben. So, wir müssen 4 schreiben. Und wie ist das jetzt hier? Klicke auf den Briefkasten und wähle Lied lizenzieren. Okay, wenn wir dann 1 haben, dann können wir das lizenzieren. Okay, okay. So. Da bin ich gespannt, wie lange das jetzt dauert. Na, ein bisschen dauert es vermutlich. Aber gut, so super müde ist sie ja jetzt noch nicht. Moppel, du alter Trauerkloß, was ist los mit dir? Shiva wieder am Rumspinnen? Wer liegt hier? Salvador. Okay. So, es sind aber noch... Es sind noch 3 Betten frei, ne? Also jetzt nur noch 2. Aber wenn noch jemand schlafen will, dann... ist da noch genug Platz? Und ich sehe hier gerade einen Teller. Der kommt direkt mal in den Mülleimer. Ach, wie cool das ist mit der Kohle hier. Oh ja, Leute, das dauert ja ewig, das Lied zu schreiben. Krass. Das Ganze 4-mal. Okay. So, Ellie, genau. Stell den Teller hin. Ich mach das dann schon. Hat nicht mal einer Bock, jetzt die Dusche zu reparieren? Salvador, nee, du musst erstmal Pipi, ne? Oh, Manu. Was hat er? Ist er krank? Nee. Okay, boah, ich dachte gerade schon. Oh, Leute, das dauert echt lange, die Lieder zu schreiben. Das hätte ich nicht gedacht. So, Moppel am Trainieren.
auch immer wieder ein schönes Bild mit diesen wunderbaren Flipflops und den Socken. Aber ich finde es schön, dass wir heute auch mal den Moppel ein bisschen in Aktion sehen. Das freut mich sehr. Helga und Carlo, ihr scheint euch mittlerweile echt gut zu verstehen, oder? Also, ihr zickt euch zumindest nicht blöde an. Aber gut. So, Carlo ist fertig. Stellt den Teller auf den Boden. Okay. Na, toll. Das war jetzt blöd mit der Kamera. So, kommt er dahin und Helga... Lege ich den erstmal dahin, muss da wieder die Kamera drehen. So, Mülleimer, bist du ready? Ja, geht doch. So, er quatscht dann noch mit Carlo, geht dann zum Klo. Huch, ich wollte doch Moppel, der ist kokett. Was hat er vor? Plaudern mit Carlo. Ja gut, dann... Was? Yes. Was? Oh. Oh. Moppel. Moppel. Alter, der ist total irre. Wirklich jetzt. Erst trainiert er, flirtet dann Carlo an, dann wird ihm mega schwindelig und danach tut er wieder so, als wäre er hier der Beste. Oh, jetzt mit Luna? Na komm schon. Und Julie im Hintergrund? Oh, wie toll. Ich muss aber sagen, so von alleine so richtig entwickeln tut sich da aber wenig, ne? Die gehen aber jetzt nicht da oben ins Bett, ne? Techtelmechtel-mäßig. Nee, er will da jetzt mit Helga quatschen, okay. Ja, irgendwie so von alleine, so richtig beziehungsmäßig, geht da leider sehr wenig. Boah, Moppel! Weißt du, er steht da einfach im Zimmer, beobachtet ihn beim Schlafen. Was hat er mit Luna vor? Plaudern. Ja, dann mach das doch. Hallo? Moppel? Was? Moppel, was tust du? Na los, jetzt flirte sie doch mal an oder so. Die steht doch da schon so bereitwillig. Ja. Oh Leute, schaut mal. Schaut mal, wie weit die schon sind. Gerade noch gesagt, es wird sich hier nichts entwickeln, aber doch. Ach, wie cool das ist. Das gefällt mir mit Luna plaudern. Plaudern, okay. Moppel, du alter Aufreißer. Hey, Pam. Buena Soup. Das gibt's hier nicht. Ah. Buena Soup. Selfies. Was macht er jetzt? Jetzt will er sich... Oh, okay. Was zu essen nehmen? Ja, schön. Boah, ich hoffe, das wird was mit den beiden. Julie. Wir müssen jetzt aufhören. Wir müssen leider aufhören. Ich schicke dich nochmal eben zum Klo, damit du nämlich die Nacht in Ruhe durchschlafen kannst. Sofern jetzt kein anderer ins Badezimmer geht. Ja, Julie, noch nicht einpennen. Geh mal eben ganz fix zur Toilette. So, das Bild verkaufen. Ja, das können wir dann morgen... Nein, auch Luna, bitte. Geh raus. Ja, danke schön. Das ist sehr nett von dir. Ist denn überhaupt noch... Ja, hier ist noch was frei. Liegt da... Ach, da liegt die Ellie. Hm. Ich bin gespannt, ob das funktioniert mit der Ellie. So, genau. Erstmal schön abspülen. Jetzt ist auch noch das Klo kaputt. Okay. Okay, okay. Wie ist das eigentlich? Ich überlege gerade mit dem Ersetzen von irgendwelchen kaputten Geräten. Darf man das bei der Challenge? Eigentlich doch schon, oder? Ich meine, ist ja mein Geld, was ich hier verdient habe. Ist ja eigentlich egal, was ich damit mache, oder? Immer noch die zwei. Luna, bleib doch hier. Ah, sie repariert. Okay, dann will ich nichts gesagt haben. So, jetzt möchte ich erstmal wissen, ob das hier mit Ellie funktioniert. Aha. Es funktioniert nicht, aber Ellie macht Platz. Ja, okay. Das tut mir echt leid. Oh, super, Mama. Das tut mir leid, Ellie, wirklich. So, in der Zwischenzeit... Oh, Level 3. In der Zwischenzeit kann ich immer schauen, was die anderen hier so treiben. Liegt vielleicht noch irgendwo Müll rum, den ich wegräumen kann und in den Mülleimer ziehen kann? Nein. Boah, Carlo, ey, auch so eine Sportskanone, ne? Der ist schon so lange wieder am Trainieren. Das ist echt cool. Oh, Moppel, Moppel ist wirklich schwindelig. Moppelchen. Oh nein, er hat auch Flecken. Er hat auch Flecken. Die Frage ist,
ob das wieder sowas ist, was von alleine weggeht. Oder ob wir echt Medizin kaufen müssen. Wer beschwert sich denn hier? Ach, das ist Luna, die da rumspinnt. Ich bin mir... Nein, Moppel, ich war nicht schnell genug. Mist. Ich bin mir nicht sicher. Müssen wir da jetzt Medizin kaufen? Schaut mal, er hat die Flecken am Bein. Er hat die überall. Hm. Ja, ich glaube, das wäre vielleicht nicht schlecht. Wenn wir wirklich Medizin... Oh! Wenn wir wirklich Medizin kaufen. Luna! Süß! Es ist halt nur echt mies, dass er sich jetzt so unwohl... Geht sie wieder? Dass er sich jetzt unwohl fühlt. Oh, Moppelchen. Du armes, armes Ding. So, Julie nach wie vor am Schlafen. Was machen eigentlich... Ach so, Helga pennt auch. Okay, Salvador auch. Gut, gut, ja gut. Carlo trainiert sich da zu Tode. Hört gar nicht mehr auf, kann das sein? Naja, okay, den Moppel müssen wir ein bisschen im Auge behalten, glaube ich. Da wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn wir mit Julie auf jeden Fall mal Medizin kaufen, wenn sie dann wieder wach ist. Ich meine, sollte Moppel aus unerfindlichen Gründen dann wieder gesund werden, kann man die Medizin mit Sicherheit immer noch mal für jemand anderen gebrauchen. Na, Carlo, bist du endlich fertig? Stehst da gerade so rum, jetzt kommt die Luna. Nee, er ist immer noch nicht müde und nix. Boah, Carlo, doch, ich glaube, jetzt geht er nach oben. Irgendwann kriegt der Carlo nochmal ein Sixpack, bin ich mir fast sicher. Moppel, wie sieht's aus? Nee, es sieht... Oh Gottchen, der Arme. Es sieht gut aus. Okay, keine Flecken mehr. Das passt schon. Hier ist schon wieder das Radio an. Ach so, sie hört auch zu. Ja, okay. Dann will ich mal nichts gesagt haben. Sich jetzt ein Buch. Okay. So, Julie. Kleines bisschen noch schlafen und dann gleich erstmal futtern. Ich bin gespannt, ob mir einer was übrig gelassen hat. Wie viele sind noch da? Einer ist noch da. Okay, dann kannst du dir danach direkt Notenblatt... Ja, okay. Es hört niemand mehr zu. Notenblatt ist ja schön und gut, aber was könnte sie damit machen? Volkstümliche... Ah, Musik fortsetzen. Okay. Das ist hochinteressant. Ah, gut, jetzt ist Carlo in der Dusche. Ja, komm, Julie. Steh schon mal bitte auf. Oh, und sie ist kokett. Ja, wir hatten jetzt ja die letzten zwei Folgen nicht wirklich Zeit, da ein bisschen mit Carlo zu flirten, weil, wie gesagt, eine Geige, ich möchte jetzt echt mal weiterkommen. Julie, sag mal, kommst du? Ach, da bist du. Kommst du auch noch mal irgendwann? So, dann schnapp dir was zu essen und, keine Ahnung, plauder von mir aus, über Kochen reden. In der Zwischenzeit ein bisschen mit Moppel. Oh, hat der ein gebrochenes Herz. Das tut mir natürlich sehr leid. Versuchen aufzumuntern. Julie, komm doch einfach mal hier hin. Ich mach das aus. Du kriegst jetzt gleich Unterhaltung von Julie. So, die dich hoffentlich ein bisschen aufmuntern kann. Schmeicheln. Nee, Leute. Der hat doch immer noch was. Irgendwas ist noch mit ihm. Nee, anscheinend doch nicht. Okay. So, jetzt trainiert Luna wie eine Wilde und Carlo ist verspielt in der Dusche. Oh Gott, ey. Oh, diese Bilder. Ist er das jetzt, der pfeift? Sich das so hoch anhört irgendwie. Geht's ihm jetzt schon besser? Ach, das ist schön. Das freut mich. So, Julie, essen und dann kannst du direkt weitermachen mit deinem Lied, wenn das nämlich echt so ewig lang dauert. Und Ellie, du machst bitte immer das Radio aus, wenn du sowieso nicht mehr zuhörst. Boah, wie krass die heute alle Sport machen, ne? Jeps, habe ich nur im Hintergrund gehört. Gut, Leute, ich würde sagen, das war es mal wieder für diese Folge. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen mehr von Moppel gesehen haben. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!